Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Ortlaufsfrei nun am 6. August 2021. Ich begrüße euch aus der Oberlausitz, genauer gesagt aus Berzdorf. Dieser Bahnhof gehört zur Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft. Das ist eine 750 mm Strecke, die noch tagtäglich mit Dampf betrieben wird. Und der erste Zug, er kommt hier um 9.15 Uhr an. Der Zug kommt aus Zittau. Ich bin gerade im Hotel Bahnhof in Berzdorf in der Oberlausitz beim Frühstück. Alles ist perfekt, es fehlt nur noch das Frühstücksei. Und voilà, hier kommt es, stilgerecht. Vielen Dank. Wie es sich für ein Hotel am Bahnhof geziemt. Und jetzt kann der Tag beginnen. Der Tag hat gut begonnen und er geht gut weiter. Wir gehen nämlich nach Seif-Hennersdorf, das ist hier ganz in der Nähe, in das kleine Museum von Wolfgang Frey. Dieses Museum besteht schon seit über 20 Jahren und Wolfgang Frey kümmert sich in erster Linie um die sächsische Bahngeschichte. Eine 4K kennt ja jeder, aber dass es eine 5K auch noch gibt oder gab, das wissen heute die wenigstens. Die 5K in der Spurweite 2E, gebaut von Wolfgang und von seinem Vater Heinz Frey vor über 30 Jahren. Sieht der 4K irgendwie ähnlich, das stimmt auch, weil der Kessel und der Aufbau ist identisch mit der 4K, die hat nur ein komplett anderes Triebwerk. Entschädigtes Spielzeug, ne? No. Das ist ein entschädigtes Spielzeug, ne? Aber Schrauben hast du auf dem Heizer, ne? Was habe ich? Ja, Heizer habe ich, die ganze Späße. Was wir neu haben, ist so eine Postkarre hier. Wir haben hier einen original kaiserlichen Postbeamten, weil die Post früher war ja die kaiserliche Post, hat ja mit der Staatsbahn nichts zu tun. Und der bringt natürlich hier die Post zum Bahnhof entsprechend, weil die ja in den Postbahnen verladen werden müssen. Spaß hat er, der Wolfgang Frey. Und über sein Museum und über die Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahn berichte ich auch auf meinem Kanal. In den nächsten Tagen wird dieser Film fertig werden. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in den Osten von Baden-Württemberg zur Herzfeldbahn. Das ist die Lok 12 der Herzfeld-Museumsbahn. Der Betrieb der Herzfeld-Schettere, wie diese Bahn liebevoll genannt wurde, endete in den 70er Jahren. 1996 erfolgte der Wiederaufbau als Museumseisenbahn. Zuerst war der Endpunkt Sägemühle über viele, viele Jahre, aber seit diesem Jahr geht es weiter bis zum Herzfeldsee. Ich wünsche der Herzfeld-Museumsbahn allzeit gute Fahrt, natürlich. Und der Film über diese Bahn kommt in den nächsten Tagen. Wann, kann ich noch nicht genau sagen. Und jetzt geht es weiter mit einer Neuigkeit. Der Eisenbahn-Romantik-Kalender des Jahres 2022 ist erschienen. Das ist der Eisenbahn-Romantik-Kalender des Jahres 2022 mit 12 wunderschönen Fotos und begleitenden Texten auf den Rückseiten. Der Kalender kostet 22 Euro und ist im Fachhandel erhältlich, wahlweise auch über die SWR Media oder den Stadler Verlag. Auch wenn es noch ein Weilchen hin ist, ein schönes Geschenk für Weihnachten. Eine Besonderheit gibt es hier in Berzdorf und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, allerdings täglich mehrmals zu bewundern. Es ist die sogenannte Doppelausfahrt. Viel Vergnügen, denn damit ist Ortlaufsfrei nun bereits wieder am Ende. Ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Vergnügen, bis denn und tschüss. Um 9.45 Uhr ist der große Augenblick. Zeitgleich
fahren der Zug links Richtung Jonsdorf und rechts Richtung Kurort Eubin los. Viermal am Tag. Ein Traum.